Willkommen zurück zu Ratchet & Clank. Wir sind auf dem Weg zum Flicker. Wir haben uns das Schleuderteil geholt, damit wir nämlich genau hier rüberkommen. Herr Lombax, ihr sagt, sie hat vor, den Flicker zu flicken. Also, beschert ihr einen raschen Tod. Oh. Dass wir unser Schiff versenkt haben, wirst du bezahlen. Mach die fertig, Matrosen. Okay. Nächster Partybild nehmen wir natürlich mit. Und es sieht aus, als könnte ich sie auch von der Seite angreifen. Immer her damit, Pierre. Ich warte darauf, dass du selbst runterkommst und mit mir kämpfst. Ich hätte wissen sollen, dass es nicht leicht wird, euch zu versenken. Aber es ist vergebens, die Flicker zu flicken. Entschuldigt, dass ich hier... herausfinden muss. Okay, Todeshandschuh ist schon mal abgelevelt. Das ist sehr, sehr cool. Okay, Blitzableiter. So. Wir müssen hier nebenbei mal alles einsammeln. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir das gleich wieder nicht mehr einsammeln können, so wie eben. Naja, aber das hilft ja ungefähr gar nicht. Jetzt. Meiner Erfahrung nach, ehrlich. So. So, das Maritanium, das holen wir uns natürlich noch. Das brauchen wir nämlich dringend. Oh. Oh nein, da war L1. Ich habe zu spät gedrückt. Vielleicht versteht Pierre den Hinweis jetzt. Meiner Erfahrung nach, er nicht. Aber okay, dann holen wir uns hier mal das ganze Kram wieder neu. Munition und so kann man immer gut gebrauchen. So. Dann ist da nämlich gleich der Bosskampf. Lustigerweise, am Anfang sind wir, ich glaube... Unser Nefarius war das, wo ich irgendwie am Anfang 5-6 Mal gestorben bin. Und jetzt sterben wir zwar auch beim Bosskampf, aber nicht mehr vom Boss, sondern weil ich irgendwo runterspringe. Oder falle. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das mit Absicht mache. Ich bin einfach nur zu blöd. So, genau hier wollten wir nämlich eben hin. Und da oben ist L1, ihr habt es vielleicht gesehen. So, aber ich will hier eben alles mitnehmen. Wo ist der denn überhaupt? Fliegt der irgendwo rum? Oder drüben wahrscheinlich. Aber wir nehmen natürlich hier noch alles mit an Munition, was wir so haben. Haben können, haben dürfen. Und da drüben ist der. Okay, so. Wir können nicht aufgeben. Wir sind dem Flicker so nah. Du ein kleines Kerlchen. Oh, ich wollte mit der Partypilz zu viel. Und die natürlich.
Ehre, dich zu erledigen. Naja, okay, dann nehmen wir noch einmal vom Schiffsprinkler. Ein zotteliger Pelz. Ja, nicht der Nerven. Okay, vom Schiffsprinkler. Ein Fell wird ein Wischwopp für unser Deck. Hast du etwa schon genug? Niemals! Ich kann Schilde nicht ausstehen. Oh. Schade, jetzt ist alles, was ich gerne benutzen wollte, leer. Hm. Ah, ich muss den Blitzableiter nehmen. Wo ist denn der große? Der ist nämlich schon gleich tot. Nämlich jetzt. Was ist, wenn das Phasenquarz irreparabel ist? Dann haben wir echt ein Problem. Aber musst du dich schon jetzt darum sorgen? Okay, also hier gibt es auf jeden Fall nochmal Munition und Schrauben und Energie. So, noch kurz die ganzen Kakteen platt machen. Dann schaue ich gleich nochmal eben auf die Map, ob ich hier auch nichts vergessen habe. Nein. Wie funktioniert das denn da? Das muss ich auch noch rausfinden. Das war knapp. Das hatte ich mir irgendwie nicht ganz so knapp vorgestellt. Haben wir denn jetzt hier irgendwie eine von meinen Waffen wieder? Nö. Na gut, dann nehmen wir Blitzableiter, dann ist das so. Oh, das ist schon wieder leer. Okay, dann nehmen wir den ein bisschen. Okay, sind die jetzt alle kaputt? Hm, das war's? Nur dafür sind wir jetzt hergekommen? Oder muss ich da mit dem Dings da drüben einfach hoch genug, dass ich da oben hinkomme? Ist da noch irgendwas? Nö, ne? Sieht nicht so aus. Keine Ahnung, wofür das dann gut war. Ja, weiß ich nicht. Okay, dann hier lang. Okay. Ja. Wie genau flicken wir den Flicker? Wir müssen ihn wohl erst einschalten. Wurde er wegen seines Defekts ausgeschaltet? Keine Ahnung, gute Frage. Das muss der Einschalter des Flickers sein. Sieht so aus, als hätten wir nicht so richtig viel andere Möglichkeit. Von daher, machen wir das doch einfach mal.
Hallo. Er sieht böse aus. Hallo. Bist du, okay? Nein. Ich bin kaputt. Wie alles andere hier. Nichts kann repariert werden. Oh. Also doch böse. Wenigstens sind die Piraten erledigt. Konzentriere dich bitte aufs Gleiten. Er reißt hier alles nieder. Schrott, voraus! Flicken ist nutzlos und vergänglich. Zerstörung ist unser Normalzustand. Ist er jetzt der Brecher? Nein. Ah, noch ein Gebrochener. Du musst deine Gebrochenheit akzeptieren. Spricht er gerade über mich? Wegen deines Arms? Hör nicht auf ihn, Boats. Wenn du gebrochen bist, bin ich's auch. Und ich finde uns ziemlich cool. Da hat sie auf jeden Fall recht. Denn mir fällt es schwer nachzudenken, während ich vor einem riesigen, mörderischen Roboter flüchte. Ich arbeite daran. Oh oh. Ich würde ganz gerne noch bei der Schraube vorbei. Ist das möglich? Okay, wir laufen im Kreis. Ja, dann müssen wir den da nehmen. Mine stürzt ein. Toll. Reparieren ist Erleuchtung. Doch ich verdiene keine Erleuchtung. Mir fehlt die Also haben sie ihn deaktiviert, weil er böse ist. Ja. Ich habe eine Idee. Bin ganz Ohr. Ich bin gebrochen. Ich kann nicht flicken. Ich bin unflickbar. Nicht fallen, nicht fallen, nicht fallen. Ja. Oh, oh. Okay. Ich bin repariert. Was machst du denn da? Improvisieren. Ich mag anders sein als vorher, aber dank dir weiß ich, ich bin immer noch Clank. Ich bin sehr erleichtert. Als die Bullarde mich um Schutz baten, hat mir das die Augen für wirklich sehr viele kaputte Dinge geöffnet. So viele davon. Und das hat dich erschüttert. Doch jemand anderes flicken zu können und zu sehen, dass noch nicht alles verloren ist. Wie kann ich euch dafür nur jemals danken? Kannst du das flicken? Heile gemacht. Vielen Dank. Ihr habt gerade einem alten Riesenroboter neue Hoffnung geschenkt. Ich bin es, der euch danken muss. Kehren wir zum Schiff zurück, okay? Ja, zusätzliche Mission im Schiff verfügbar. Robotröster. Dimensionator zu bauen. Okay, das. Und? Reden wir darüber, dass du mich vorhin gerettet hast? Hab ich das? Hast du. Das scheint selbst in meiner Dimension deine Art zu sein. Danke, Rivet. Ja, okay, wir müssen hier noch eine Schraube holen und ich glaube, uns fehlt hier noch ein bisschen mehr. Schauen wir mal. Hi, Mrs. Zogon.
Ja, ich habe den Großen zurückgeholt, weil wir sind super freundlich und wollten eigentlich nur unser Leben retten. So, wo können wir denn hier hin? Oh, hier sind schon wieder welche. Wir haben ja überhaupt keine Muni mehr. Naja. Level 5. Level 5. Ah, Blitzableiter. Blitzableiter ist gut. Blitzableiter ist aber auch fast leer. Hey. No. Okay, Bohrhund. Schafft es nicht dahin. Okay. Naja, dann nehmen wir das da nochmal. Okay, so. Schraube. Wo fehlt uns die Schraube? Oder war das ganz am Anfang, wo wir einmal da lang mussten? Schauen wir gleich mal. Ach so. So, Munition bitte mitnehmen. Hätte ich wieder ganz gerne ein bisschen mehr von. Ich versuche auch nicht mehr ganz alle Kakteen mitzunehmen, damit es nicht ganz so ewig dauert. Für euch beim Zuschauen. So, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo wir hier überhaupt hinkommen. Wir sammeln auf jeden Fall ein bisschen Munition, das finde ich in Ordnung, weil die brauchen wir. Da hatten wir tatsächlich keine mehr und ich will eigentlich keine Schrauben dafür ausgeben bei Mrs. Zorkon. Von daher ist das hier vielleicht ein Umweg. Cool. Oh-oh. Mit Grinden kommen wir nicht zurück. Okay. Ja gut, dann müssen wir den wohl benutzen, dann schauen wir doch nochmal hier lang. Oh, ernsthaft? Ich bin 400 Mal schon rübergesprungen und hab's jedes Mal geschafft. Nein! Ich hoffe, Ratchet hatte es leichter, eine neue Dimension aufzubauen. Ich hab sie doch schon gesehen. Reden Sie darüber, dass du mich vorhin gerettet hast? Hab ich das? Hast du. Das scheint selbst in meiner Dimension deine Art zu sein. Danke, Rivet. Können wir hier auch noch fast wieder runter. Kann ja wohl nicht wahr sein. Okay. Haben wir jetzt wieder... Ja, Robohund. Und, oh, nein. Was war denn links nochmal? Die sind super cool. Also wirklich super cool.
So. Ja, genau, hier war das. Ist hier jetzt schon wieder Kampf oder warum die Musik? Probieren wir das nochmal. Irgendwo muss es nämlich lang gehen. Um zu dieser Schraube zu kommen. Schienenlücke voraus! Da kommt noch mehr! Da war nämlich irgendwo dann dieses Feld. Ja. Ja, genau. Den hätten wir einfach vorhin auch schon nehmen können. Schlecht, ja. Okay, ja, sehr cool. Jetzt können wir mal ganz kurz schauen, haben wir jetzt alles hier? Eine Schraube fehlt uns noch. Aber wo könnte sie sein? Noch mehr Schienennetze? Hier? Solche, meine ich? Da kommt ein Sprung! Okay, so oder so. Upsi. Wow. Kehren wir zum Schiff zurück, okay? Ja. Aber wo ist denn nur diese letzte? Naja, egal. Ich hoffe, Ratchet hatte es leichter, einen neuen Dimensionator zu bauen. Und? Reden wir darüber, dass du mich vorhin gerettet hast? Hab ich das? Wo sind wir denn? Das scheint selbst in meiner Dimension deine Art zu sein. Ach, hier. Danke, Rivet. Wie kommen wir denn zurück? Oder wie kamen wir denn hier zurück? Da links war das, glaube ich, ne? Kann das sein? Aber habe ich hier irgendwo, muss ich doch verpasst haben, wo die letzte Schraube ist. Irgendwo war doch auch am Anfang schon dieser... Also hier kommen wir nirgendwo hin, okay. Das ist wahrscheinlich der, wo wir herkommen. Ja, ich hoffe, Ratchet hatte es leichter, einen neuen Dimensionator zu bauen. Und? Reden wir darüber, dass du mich vorhin gerettet hast? Hab ich das? Hast du. Das scheint selbst in meiner Dimension deine Art zu sein. Danke, Rivet. Hab ich irgendwo verpasst? Muss doch irgendwo sein. Okay. Ja, ich würde sagen, wir schauen mal in der nächsten Folge und machen uns jetzt erstmal so ein bisschen auf den Rückweg. Und dann schauen wir vielleicht mal in der nächsten Folge, ob wir da noch die letzte Schraube hier finden. Wir haben nämlich auch eine Bonusmission im Schiff, habe ich gelesen gehabt. Von daher, im Moment ist unser Plan fliehen, war, glaube ich, hier der aktuelle Stand. Genau, dann müssen wir uns zurück teleportieren. Irgendwo war noch so eine Fahrt. Ich weiß, dass sie irgendwo war. Ich weiß nur nicht mehr genau wo. Sonst würde ich sagen, vielleicht machen wir diese Folge einfach kurz noch ein bisschen länger, weil wegen nicht storytechnisches Rumgetrödel von mir. Dass ich hier vielleicht noch versuche, die Schraube zu finden. Weil hier irgendwo noch dieser Speed-Dings war. Das war, glaube ich, nicht nur diese eine. Das war hier irgendwo anders noch. Wenn ich das recht in Erinnerung habe. Jedenfalls dachte ich, dass es nicht nur der eine war. Oh, Entschuldigung, dass dieser kleine Bau immer sterben muss hier, der Arme. War das hier hinten? Hier ging es doch dann irgendwie nicht mehr weiter. Hier ging es doch nur hin für den Roboter, oder? Okay. Genau, hier ging es nirgendwo mehr hin, wenn ich das richtig gesehen hatte. Aber
Es muss hier irgendwo diese Schraube geben. War das noch weiter vorher? Ich weiß es nicht. Hier irgendwo? Nein. Oder war das hier noch? Sozusagen noch weiter vor. Die sind echt effizient, das finde ich sehr gut. Vor allem diese kleinen, ich meine, die sind ja irgendwie One-Hit. Aber meine kleinen Roboter hier, die mir so folgen und so, sind wirklich effizient. Das finde ich wirklich. Ja, hier war's. Wie ging das nochmal? Das sieht doch nach dem richtigen Weg aus. Das sieht schon aus wie so ein Geheimweg. Hier unten noch welche? Ja, die nehmen wir mit. Jawohl, sehr schön. Die wollte ich haben. Dann sind wir jetzt fertig. Sehr, sehr schön. Noch ein bisschen Raritanium, noch einige Trauben. Wir nehmen gerne alles mit. Richtig cool. Das wollte ich. Mir war doch so, als wenn da irgendwo noch was gewesen wäre. Also, ja, hat sich gelohnt. Oh, oh. Oh. Fast daneben. Ja, sehr schön. Dann können wir doch jetzt zurück zum Schiff. Dann haben wir hier doch alles geholt, was es gab. Ich bin happy. Wir haben hier nämlich alles abgeschlossen. Wir machen in der nächsten Folge die Bonusmission. Ich danke euch fürs Zuschauen und für eure Geduld mit mir und meinem Gelute. Ja, also wirklich danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.